Ah, moin, Chef. Wer hat die Leiche gefunden? Die beiden Angler da. Moin, Chef. Morgen, Friedmann. Haben Sie keine Gummistiefel? Nee. Soll Schneider Ihnen welche besorgen? Nee. Ja, wollen wir? Was hat er denn? Keine Ahnung, der bräuchte mal. Hä? Eine Freundin. Wozu? Ja, wozu wohl? Also zum damit er. Das täte mal gut. Ihr tut uns gut. Wer ihr? Na, ihr. Frauen. Die Frauen sind dazu da, den Männern gut zu tun? Ja, klar. Also auch. Ihr benutzt uns, damit es euch gut geht, ja? Du kannst mich ja gerne auch mal benutzen, wenn du willst. Danke. Vor allem heute. Weder heute noch an einem anderen Tag. Moin, Chef. Moin, Schneider. Haben Sie keine Gummistiefel? Nee. Wollen Sie nicht zur Leiche? Doch. Ja, dann. Schneider. Chef? Sie müssen mir helfen. Den haben wir in seiner Jacke gefunden. Und? Wie machen Sie schon, Mann? Das ist arschkalt. Männlich, circa Mitte 30. Es gibt Spuren von Fremdeinwirkung. Vermutlich Mord. Finden keine Papiere, kein Handy. Nur so ein Hotelzimmerschlüssel. Gut. Die Fotos schicken Sie mir aufs Handy. Den Rest besprechen wir am Strand. Was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch? Wir haben Orden verdient, Schneider. Auch nicht so heiß? Nein, ist genau richtig. Es sind immer die kleinen Dinge im Leben, auf die es ankommt. Da haben Sie recht, Chef. Sag mal, Schneider, steh mal auf. Was machst du denn da? Als nächstes küsst du ihm die Füße, oder was? Nee, aber ich würde sie mit meinen Haaren trocknen, wenn ich noch welche hätte. Bisschen Demut täte Ihnen auch gut, Feldmann. Das hat doch nichts mit Demut zu tun. Das ist demütigend, erniedrigend. Aber da stehst du drauf, Schneider, was? Wer sich klein macht, gewinnt an Größe. Solltest gerade du mal drüber nachdenken, Feldmännchen. Sag mal, wie kommt die Leiche dahin? Na, ich schätze, dass sie jemand da raus aufs Watt geschleppt hat, in der Hoffnung, dass das Wasser sie rauszieht. So ein Quatsch. Ist ja viel zu flach. Auf jeden Fall deutet die Tatsache, dass die Leiche nichts bei sich hat, darauf hin, dass der Täter nicht wollte, dass man sie identifizieren kann. Ja, außer den Schlüssel halt. Ja, außerdem den Schlüssel, den hat er wohl übersehen. Hat er wohl übersehen? So eine Wahnsinnserkenntnis. Jetzt hör mal auf, hier so rumzumotzen. Was ist denn los mit dir heute? Ich glaube, der braucht mal eine Freundin. Ey, Schneider. Wir müssen auch wissen, ob der Mann noch gelebt hat, als er da rausgeschleppt wurde oder eben nicht. Ja, nee, ist klar. Der Täter sagt zu seinem Opfer, komm mal raus ins Watt, da fällst du weicher, nachdem ich dich erdrosselt habe, oder was? Sie sind bis Mittag suspendiert, Feldmann. Was ist los? Kühlen Sie sich irgendwo ab und dann können Sie hier wieder antanzen. Das ist eine dienstliche Anweisung. Perfekt oder geplant? Wenn es geplant wäre, würde die Leiche nicht so offen im Watt rumliegen. Aber vielleicht war ja genau das die Absicht, dass sie da gefunden werden soll. Glaube ich nicht. Fragt man sich ja auch, warum der Täter oder die Täterin nicht eine Spur gelegt hat, die auf die Identität des Toten schließen lässt. Der Schlüssel gehört übrigens zur Pension Haus Seesack. Wie haben Sie das denn so schnell rausgefunden? Fotografisches Gedächtnis. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie früher immer mit so einem Schlüssel rumgelaufen sind. Chapeau, Feldmann, dann fahren Sie da gleich mal hin. Nee, ich bin suspendiert. Da schmollt aber einer richtig. Er will ja nur Liebe. Aber nicht von mir.